begrüße euch zu einem neuen Talk, zu einer neuen Sendung von Bettina Geithner. Und heute habe ich Clemens Kubi hier bei mir. Clemens Kubi ist ja sehr, sehr berühmt geworden. Er ist ein Dokumentarfilmer, ein Filmemacher, ein Autor und er hat eine ganz bestimmte Methode, die Methode des Seelenschreibens entwickelt, um sich selber zu heilen, um wieder gesund zu werden. Ich werde jetzt heute mit ihm über das Thema Angst und Angstfreiheit sprechen. Und ich glaube, es gibt niemanden oder wenige, die uns so viel dazu sagen können. Und wir können jetzt beide, du und ich, hier unser Bewusstsein entfalten und von dem Clemens etwas lernen. Ich freue mich sehr. Lieber Clemens, schön, dass du Zeit hast für dieses Interview. Hallo Bettina. Schön, dass du das immer wieder machst und auch dein Publikum dafür hast. Und weil ich denke, das ist jetzt so die Methode, mit der man sein Bewusstsein erweitert. Und dass du dafür arbeitest, glaube ich, sehr wertvoll. Vielen Dank, lieber Clemens. Danke dir. Jetzt gibt es ja im Moment eine kollektive Angst wegen Corona. Aber es gibt auch grundsätzlich Ängste, wie zum Beispiel, manche haben Phobien, Ängste, abgelehnt zu werden, wenn ich eine Frau nach dem Kaffee frage, ob sie ja oder nein sagt oder so. Oder Angst vor, weil die Kinder in der Schule schlecht sind, dann hat man Angst, dass das Kind keinen guten Arbeitsplatz findet. Es gibt unterschiedlichste Ängste. Jeder hat sie, aber keiner gibt es zu. Man schämt sich auch, man sagt, ich habe doch keine Angst. Jetzt erstmal die persönliche Frage, hast du noch Angst? Muss ich direkt überlegen, wovor hätte ich Angst? Ist mir so eigentlich nichts aufgefallen. Ich sehe natürlich, dass viele Menschen jetzt mehr Angst haben als vorher. Also das merkt man sehr stark, wenn man irgendwo hineingeht in ein Geschäft. Oh, sie haben keine Maske auf. Oder, weißt du, die reagieren alle so panisch. Und also selbst in der Familie gibt es jetzt schon so Angst. Nein, bleib entfernt, 1,50 Meter Abstand. Oder, also es hat zugenommen, die Angst, enorm. Und wovor? Also die meisten haben dann so Angst vielleicht, dass sie krank werden oder dass sie vielleicht sogar sterben, weil man denkt ja, Sterben ist was ganz Neues, gab es früher nie, gell? Und jetzt plötzlich gibt es Sterben. Das ist ja auch irgendwie überraschend. Es war zwar immer bekannt, dass alle 30 Sekunden in Deutschland jemand sowieso stirbt, aber jetzt ist es so ein Thema geworden, oh ja, man kann sterben. Und das hat auch seine positive Seite, muss ich sagen, können wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber es gibt natürlich jetzt auch viele, die haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Zum Beispiel. Oder dass sie ausgegrenzt werden und da nicht mehr hingehen dürfen. Nicht geimpfte und so Angst. Ja. Mhm. Und was ich glaube, worum es geht, ist, also ich glaube nicht, dass es um Gesundheit geht. Ich glaube, die meisten lassen sich auch impfen, aus sozialen Gründen. Wegen der Freiheitsrechte? Ja, und so. Also es ist eigentlich ein Missbrauch von diesem Gesundheitsgedanken her. Weil früher hat man sich gegen Tetanus hat impfen lassen oder irgendwie gegen Pocken, als das war. Da ging es dann wirklich um die Krankheit. Jetzt geht es darum, zu unterscheiden, wer ist gehorsam und wer ist ungehorsam. Das ist sozusagen das Wichtigste jetzt, weil ich meine, diejenigen, die herrschen, brauchen gehorsame Menschen. Das ist beim Bauern auch so oder beim Hundezüchter. Der braucht gehorsame Hunde. Die müssen tun, was er sagt. Klar. Und wenn der Hund dann das nicht tut, dann sagt einer so, verschießen, heißt es auf Bayerisch. Ja, ja. Also der wird einfach zack erschossen. Ja. Der taugt nichts. Mhm. Und so geht man auch mit Menschen bald um. Also man schaut, wer gehorcht und diejenigen, die nicht gehorchen, die werden halt irgendwie eliminiert.
Das ist eigentlich logisch sozusagen. Und woran kann man testen, ob jemand gehorsam ist oder nicht? Am Impfen. Am Impfen kann man es testen. Und es gibt noch eine ganz gute Methode, das herauszufinden, wer demonstriert, also gegen das, gegen den herrschende Meinung, der ist auch ungehorsam. Und dem sagt man, er muss unbedingt, auch wenn er demonstriert, 1,50 Meter Abstand zum nächsten Menschen haben. Hat aber nichts mit Gesundheit zu tun. Hat nur damit zu tun, dass ich kenne jemanden, der das sogar mitentwickelt hat. Es gibt eine Software, die kann dich von der Seite filmen, von vorne oder von hinten, und kann dich bei 7 Milliarden Menschen in Sekunden identifizieren. Also die Gesichtserkennungssoftware. Und die ist ja jetzt voll im Einsatz, aber die funktioniert nur, wenn du 1,50 Meter weg bist. Ja, weil wenn du so nah stehst, dann das Bild wird dann ungenau. Ist es jetzt dieses Gesicht oder jenes Gesicht? Aber wenn die Menschen alle mit 1,50 Meter Abstand sind, dann weiß man, wer wer ist. Genau. Und das muss man halt jetzt einhalten. Ich meine, es sind ja inzwischen schon überall Kameras, auf jedem Bahnsteig, auf Kreuzungen, auf Geschäften, überall sind Kameras. Ja, und die meisten haben ja auch ihr Handy dabei. Also wenn man das wirklich sauber macht von Big Data her, dann kann man wirklich bald dazu übergehen, man weiß bei jedem Menschen, wie er sich benimmt. Und das macht natürlich so ein Regime irgendwie stabil. Weil dann sagen sie, ja, dann wissen wir ja ganz genau, wer fügt sich und wer fügt sich nicht. Und wenn man dann auch noch zum Beispiel alle Tests, die gemacht werden jetzt, Millionen Tests, die müssen ja alle eingeschickt werden, auch wenn sie negativ sind. Warum? Weil man natürlich an dem Abstrich erkennen kann, welche Genetik verbirgt sich dahinter, welche DNA. Ja. Also man konnte ja früher auch, oder das ist immer noch so, man braucht ja vom Menschen nur ein Haar, ein einziges Haar. Um die DNA zu sehen. Um zu wissen, ist das mein Vater, ist das nicht mein Vater, stamme ich von dem ab. Also da kriegst du sehr zuverlässige Informationen. Und natürlich, wenn so ein bisschen Schleim eingeschickt wird, ist das für die Wissenschaft kein Problem, zu gucken, welche Genetik verbirgt sich dahinter. Und wenn du jetzt mal anschaust, seit über 30 Jahren wird experimentiert, mit welcher Genmanipulation wird der Mais besser oder die Sojabohne. Genau. Und man hat natürlich auch das Schwein schon genetisch bearbeitet oder das Rind. Also die großen Massenprodukte werden so bearbeitet. Und trotzdem kann die Wissenschaft nicht sagen, mit der Genmanipulation ist der Mais resistent gegen alle Arten von Schädlingen und hat einen hohen Ertrag. Man muss immer Feldstudien betreiben. Ja. Und zum Beispiel da, wo ich wohne, sehe ich auch, aha, hier steht ein Schild, diese Reihen vom Mais werden jetzt mit der Genmanipulation gezüchtet oder wachsen und die da drüben anders. Und deswegen gibt es ja auch verschiedene Impfstoffe und so, weil man ausprobieren muss, wie wirkt denn der? Man kann das nicht am Reißbrett machen. Genau. Und es wird auch noch länger dauern, bis man weiß, also am besten, man hat Big Data von der gesamten Menschheit. Das wäre jetzt am besten. Ja. Dann sieht man, aha, wie ist das Genmaterial der Menschheit strukturiert? Und dann könnte man ja anfangen, passgenau den Menschen so zu modulieren, dass er eigentlich der Idealmensch wird. Aber Clemens, jetzt die Frage an dich nochmal, wieso, das ist, finde ich, sehr, sehr erschütternd auch, viele Menschen sehen, empfinden es auch wie so, oder wie du, viele empfinden es wie du und sehen auch Big Data und merken natürlich, was da jetzt abläuft, aber die Menschen haben Angst, sich zu wehren oder irgendwas dagegen zu tun. Wir sind ja in einer Demokratie, aber im Moment ist nicht mehr so viel Demokratie.
in Deutschland zu spüren, aber keiner macht irgendwas. Alle fügen sich dem, was da gerade passiert. An was liegt das denn? Und auch Big Data natürlich, die merken auch weltweit, was da passiert. Eben. Aber keiner macht irgendwas oder keiner will sich mit dem Thema groß beschäftigen. Keiner steht auf. Also Angst irgendwie hervorzustechen oder was ist es? Entweder habe ich Angst, dass ich krank werde oder schlimmer. Oder ich habe Angst, dass ich bestraft werde. Ja. Das ist auch sehr hoch. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie kann ich mich von so einer Angst befreien? Das ist der Punkt. Wie kann ich mich befreien von so einer Angst? Wenn man das mal genau untersucht, ist es eigentlich immer eine Existenzangst. Immer. Ist doch auch Angst zu sterben. Also im Moment Corona macht, dass man Angst hat zu sterben. Das muss man einfach so sagen. Ja, und das ist ja Existenz. Ja, genau. Und das hat mit der Philosophie zu tun. Also, weil wenn ich sterbe, was kommt dann? Da sagen ja manche, was kommt dann? Ja, vielleicht das Fegefeuer. Das Fegefeuer. Ja, oder es kommt das jüngste Gericht. Andere sagen, da kommt gar nichts. Ja, schwarzes Loch. Also es ist alles nicht sehr angenehm, was da kommt. Ja, hoffentlich ist dann alles aus. Hm. Sag ich, ja, das beruht eigentlich auf der Philosophie des Materialismus. Mhm. Weil da ist das ja auch richtig. Weil ich weiß ja genau, bei einer Beerdigung oder bei einem Krematorium wird dieser Körper dann also vernichtet. Ja. Also ist dann aus. Hm. Sag ich, ja, Moment mal. Du bestehst doch nicht nur aus Körper. Also nicht nur aus Fleisch, Knochen, genau. Muskeln, Organen. Du hast dann noch ein bisschen was mehr. Ja, wie? Ja, jetzt zum Beispiel. Wir reden, physisch begegnen wir uns gerade gar nicht, sondern wir machen einen geistigen Austausch. Und dieser Geist, der hat ja keinerlei physikalische Elemente. Also, aber Clemens, es gibt Leute, die sagen, wir haben ein Gehirn und wir sind das Gehirn. Du kannst ja feststellen, dass das Gehirn selber nicht über die Informationen verfügt, sondern das Gehirn ist quasi wie das Radio. Im Radio sitzt auch nicht das Orchester. Hm. Der Radio ist der Empfangsgerät. Ja. Ja, eben. Mhm. Oder mein Computer, da sind auch nicht die Daten drauf. Mhm. Die Daten sind in der Cloud. Genau. Aber ich brauche das Gehirn, damit ich die verarbeiten kann, jetzt mit meiner Existenz. Aber die Gedanken selber sind ja gar nicht physischer Natur. Ja, ja. Auch im Gehirn siehst du keine Gedanken. Mhm. Du siehst Verschaltungen, Synapsen, also die werden damit gearbeitet, genau wie im Computer. Da siehst du, da laufen Chips hin und her, aber die Information ist nicht physisch. Ja, Clemens, es ist auch so, zum Beispiel der Philosoph Kierkegaard, ja, sehr berühmt, hat ja seine Angst gelöst mit Glauben. Was du jetzt gerade gesagt hast, weißt du das? Dass wir einfach ein Bewusstsein haben und sind, sage ich jetzt mal so, Bewusstsein, ja, man kann es ja jetzt nicht anders benennen. Weißt du das oder glaubst du es? Und woher kenne ich den Unterschied? Also ich glaube, Angst beruht immer auf Glauben. Weil weißt du, dass du das Fegefeuer kriegst? Weißt du es wirklich? Oder eben, es ist nur Glauben. Oder das schwarze Loch. Genau. Oder das jüngste Gericht. Es ist alles immer Glauben. Und es geht doch nur darum, fühle ich mich in meinem Leben wohl oder nicht. Und wenn ich merke, die Angst hat von meinem Glauben zu tun, dann muss ich meinen Glauben ändern. Okay. Ja. Okay, aber da auch jetzt ganz wichtig, gleich eine Frage, weil ich schilder mal ein persönliches Beispiel. Normalerweise kann ich gut abfangen, die Gedanken, die Angst auslösen würden. Ja? Also angenommen, mein Nachbar ist gestorben an der Krankheit und so weiter und so fort. Ich kann es gut abfangen, welcher Gedanke jetzt die Angst auslöst. Allerdings, wenn ich nicht aufgepasst habe und sehr viel Gedankenaktivität schon in mir ist und ich das nicht bewusst gemacht habe, dann ist ein starkes Gefühl davon Angst. Dann ist er ganz, das ist, ich sage dann immer sehr fett, sehr groß, das Gefühl der Angst. Und dann kann ich mich nicht mehr von dem Glauben an diese angstauslösenden Gedanken
befreien. Oder ich kann sie dann nicht mehr glauben. Verstehst du? Ich kann, jetzt angenommen, ist auch so, nur einfaches Beispiel. Man hat eine Partnerschaft und nach 30 Jahren trennt man sich. Man wird verlassen. Dann hat man vielleicht Angst, dass man keinen anderen mehr findet. Und es ist aber, es ist natürlich nicht so, aber man ist so drin in dieser Angst oder in diesem Alleinsein, dass man sich nicht distanzieren kann von diesem Glauben an diesen ängstigenden Gedanken. Wie hilft denn da zum Beispiel das Seelenschreiben oder deine Methoden, die du entwickelt hast, um mit Angst umzugehen? Meine Methoden funktionieren nur dann, wenn du vorher deine Philosophie änderst. Also mit dem rein materialistischen Bewusstsein, dass das Leben sich nur zwischen Zeugung und Tod abspielt. Alles, was davor ist, ist und was danach ist, weiß man auch nicht. Also du identifizierst dich absolut mit deinem Körper, also mit der Materie. Wenn der Körper nicht mehr ist, bin ich auch nicht mehr. Weil ich bin der Körper. Sage ich, nein. Schau mal, du hast doch auch Geist, oder du? Also ich könnte ja nicht einmal ohne Geist meinen Arm heben. Genau. Wäre nicht möglich. Der hängt so flach und als körperliches Wesen hängt der einfach nur so. Ich muss einen Willen haben. Ich muss sagen, ich will jetzt meinen Arm heben und dann hebe ich ihn. Das ist aber eine geistige Qualität. Das ist keine mechanische. Da brauchst du einen Willen dazu. Du musst dich eine Absicht setzen und so weiter. Also ich glaube, kein Mensch kann bestreiten, dass er ein geistiges Wesen ist. Wär völlig pervers. Also muss ich jetzt mich entscheiden, womit identifiziere ich mich mehr? Identifiziere ich mich jetzt mit der Materie oder mit dem Geist? Und dann musst du mal gucken, was ist denn eigentlich das Größere? Also wenn du dir siehst, dein Geist, der kann in alle Dimensionen gehen. Mit dem Körper, da bist du auf 1 und 1 und 1 angewiesen, da kannst du Schritte machen, da kannst du und so weiter. Aber die Flexibilität des Körpers ist im Verhältnis zur Flexibilität des Geistes minimal. Minimal. Kannst du auch noch einiges verändern, aber minimal. Also auch für alles, was sich materialisieren soll, brauchst du ja einen Geist. Also zum Beispiel jetzt der Monitor, in den du da schaust. Der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also es wäre irgendwo aufgefallen, wenn, oh, da ist ein Monitor. Nein! Woher kommt denn der Monitor? Sagen die Leute, ja, aus der Fabrik. Sage ich, nein. Die Fabrik wusste bereits, dass sie einen Monitor herstellt. Was ist die wirkliche Ursache von deinem Monitor oder deinem Handy, wo du gerade reinschaust? Es ist immer ein geistiger Impuls. Es brauchte jemand, der die Idee für den Monitor hatte. Es brauchte jemand, der musste die Idee für diesen Körper haben. Es brauchte jemand, der hat die Idee für ein Virus. Es ist alles, was sich materialisiert, braucht einen geistigen Impuls. Das ist ein kosmisches Gesetz. Genau. Eben. Platon hat es schon gesagt. Ja, also bitte. Das wäre auch komisch, wenn das neu wäre. Das Universum besteht ja schon ein bisschen länger. Und da wird es dann interessant. Weil die Materie untersteht dem Gesetz von Werden und Vergehen. Das weiß auch schon immer jeder. Also die Blume muss irgendwann vergehen, verwelkt. Der Körper muss irgendwann vergehen, das Haus wird irgendwann mal einstürzen. Selbst der Planet wird irgendwann vergehen, die Sonne wird irgendwann vergehen. Alles, was sich materialisiert, unterliegt dem Gesetz von Werden und Vergehen. Warum? Weil es aus physikalischen Elementen besteht. Die sind ja auch bekannt. Also selbst die Luft besteht aus physikalischen Elementen. Wenn du die unter das Mikroskop legst, siehst du Sauerstoff, CO2 und so. Also genau, alles ist ein Prozess. Jetzt leg mal bitte deinen Geist unter das Mikroskop. Was siehst du da? Gar nichts. Gar nichts siehst du da. Das Einzige, wie die Physik, also die Wissenschaft für die Materie, den Geist wahrnehmen kann, ist durch Frequenzen. Durch Schwingungen. Ja. Es schwingt etwas, es tut sich was. Aber bis jetzt ist die Wissenschaft nicht in der Lage, was sich da inhaltlich tut. Sie merkt nur, da ist eine Aktivität. Und es geht sogar so weit heute schon, dass man merken kann, ist diese Schwingung eine harmonische oder eine Stressschwingung.
Das siehst du schon jetzt auf dem Computer. Mhm. Also wenn man so ein EEG macht vom Gehirn, also vom Denken, vom geistiger Aktivität, dann kann man schon heute ein Drittel einer Sekunde bildschirmfüllend darstellen. Mhm, toll. Da siehst du, so denkst du in einer Drittelsekunde. Ja. Jetzt klären wir es aber trotzdem nochmal zurück zur Angst, weil wir sind ja jetzt bei der Angst. Wieso gelingt es uns nicht, uns mehr, also ich nehme mich gar nicht aus, aber ich bin auf meinem Weg, immer, es gelingt mir immer besser, aber wieso gelingt es uns so schwer, uns von der Identifikation mit dem Körper zu distanzieren, also das loszulassen? Das liegt auch an unserer Epoche. Also wir leben in einer sehr, sehr materialistischen Epoche der Menschheit. Mhm. Vielleicht sogar einer der materialistischsten überhaupt. Und das hat ja mit zu tun mit unserer Evolution, wo eigentlich, es ist ja gar nicht mal alt. Es ist, man kann sagen, vor 250 Jahren ging es so los. Und dann kam die Dampfmaschine und dann kam die Technik. Und man hat immer mehr gemerkt, ich kann Materie gestalten. Und dann kam so langsam das Handwerk. Mhm. Und aus dem Handwerk ist dann langsam Industrie geworden. Und erst als Industrie richtig Tempo aufgenommen hat, da ist dieser Materialismus so stark geworden, sodass wir heute eigentlich nur noch an materiellen Dingen interessiert sind. Ja, und wie kommen wir weg aber? Wie kommen wir jetzt in unserer jetzigen Zeit weg von diesem Glauben an den Materialismus? Indem ich merke, macht mich nicht glücklich. Das ist ganz einfach. Er macht mich auch nicht gesund. Das stimmt. Ja, es geht ja nur darum, dass ich gesund und glücklich bin. Um nichts anderes. Mhm. Also alles andere kommt danach. Alles. Und wenn ich merke, ich habe jetzt schon, weiß ich, das zweite Auto und ich habe schon, meine Klamottenschrank ist eigentlich voll und mein Zimmer ist auch voll. Also materiell kann ich eigentlich gar nicht noch mehr anhäufen. Da muss ich doch, und trotzdem bin ich noch nicht glücklich. Also wenn wirklich so materielle Güter wie Geld oder so, wenn das glücklich machen würde, dann hätten wir ja nur glückliche Milliardäre. Schon, aber es gibt noch die Identifikation mit dem Körper. Und ich kann dir sagen, wenn ich zum Beispiel ein Symptom habe, dann drehe ich am Rad. Das ist ganz schön schlimm, wenn mein Körper, der zwingt mich dann, also er zwingt mich halt immer auch mehr zu wachsen. Ich weiß natürlich, es hat eine geistige Ursache, aber der Körper macht halt, man ist einfach, also ich bin halt identifiziert mit meinem Körper und deswegen hat man ja auch Angst zu sterben, ja, wegen Corona. Wenn man wüsste, man ist ein geistiges Wesen, wenn man weiß, wenn man das glaubt, wirklich mehr glaubt, als dass man der Körper ist, ja. Bettina. Dann habe ich keine Angst. Wenn du da am Rad drehst, dann hast du eben, bist du voll Materialistin. Weil, ist ja ganz klar, wenn du denkst, du hast was Materielles, was Körperliches, irgendein Symptom, dann bleibst du Materialist, dann möchtest du das mit materiellen Mitteln bekämpfen. Anfangs immer, bis ich dann wieder aufwache und es dann geistig löse. Das siehst du, aber wie lange dauert das? Ja, leider noch zu lang, manchmal. Bei der Menschheit noch länger. Ja, in der Situation sind wir jetzt. So ist es. Deswegen bin ich ja Corona so dankbar. Weil Corona bringt uns jetzt an den Punkt, dass wir merken, mit dem materialistischen Bewusstsein jage ich mich selber in die Angst. So ist es. Ja, genau. Eben. Also bin ich ja dankbar, dass jetzt die Sache so krass wird, dass ich sage, aha, damit werde ich ja gar nicht glücklich. Was mache ich denn jetzt, wenn ich immer Angst vor Krankheiten habe und dies und das? Ja, dann musst du jetzt sagen, aha, der Körper, der besitzt kein Eigenleben. Die Materie, haben wir ja gleich gesagt, ist das Produkt einer Idee, eines Bewusstseins. Der Körper ist der Spiegel von deinem Denken. Also muss ich gucken, was ist in meinem Denken verkehrt. Genau. Ja, wenn der Nachbar stirbt und ich denke, ja, der Nächste bin ich, dann sage ich, ja, da hast du schon falsch gedacht. Der Nachbar ist der Nachbar und du bist du. Mhm. Aber wenn du natürlich denkst, der steckt dich an oder irgend sowas, dann bist du ja auch wieder auf der materiellen Ebene, auf der biochemischen. Genau. Die biochemische Ebene ist ja auch die materielle Ebene. Mhm. Also du wirst gezwungen zu sagen, aha, ich habe ein Symptom, irgendwas hat man immer, Zahnweh oder Fuß verstaucht, irgendwas hast du immer. Also darf ich jetzt nicht an der Materie hängen bleiben und sagen, ja, das löse ich halt mit dem Bohrer
oder mit einem Penicillin oder mit irgendwas anderem, Bomben, mit irgendeiner Chemotherapie oder weißt du, irgendwas Heftigen, sondern ich muss sagen, aha, was will mir denn das Symptom sagen? Ist ja ein Ausdruck meines Bewusstseins und ich brauche ja ein Symptom, sonst würde ich ja da gar nicht hinschauen. Also muss ich mich jetzt hersetzen und ich sage ja da immer, das geht nur über die Intuition. Das geht nicht mit dem Fronthirn, mit der Ratio. Weil im Fronthirn hast du immer nur das, was du weißt. Genau. Oder was deine Experten wissen. Aber wenn du dir überlegen musst, ja, warum habe ich das Symptom? Das ist, keine Ahnung. Vorher war meine Welt noch in Ordnung und jetzt plötzlich habe ich eine Diagnose. Ist ja blöd. Sag ich, ja, der Körper hat auf irgendwas reagiert. Also, wie kommst du da dran? Keine Ahnung. Sag ich, Moment mal, du hast doch außer dem Fronthirn, außer der Ratio, hast du doch noch ein Gehirn. Ja, da hinten. Nennt man limbisches Gehirn. Können die Neurobiologen, können dir das zeigen? Lernst du gar in der Schule, dass du verschiedene Gehirnareale hast. Und was passiert im limbischen Gehirn? Da sozusagen ist deine Intuition verankert. Also da die Ratio ist immer gebunden an Raum und Zeit. Genau. Also da geht alles immer chronologisch der Zeit nach und dreidimensionalen Raum. Also in dem Gefüge spielt sich dein ganzes Denken ab. Die Intuition, die ist unabhängig von Raum und Zeit. In der Intuition ist immer alles jetzt. Intuition kennt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Und was jetzt ist, kann ich auch jetzt ändern. Genau. Weil ich bin ja im Jetzt dann. Aber dazu musst du das üben. Du musst üben, dir klar zu machen, wenn ich ein Symptom habe, was ist die Botschaft von dem Symptom? Also, und da denkt man auch ganz einfach. Also, weiß ich, wenn ich mir einen Fuß verknackst habe. Aha, was ist jetzt? Ja, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Aha, es geht nicht mehr. Was geht denn nicht mehr? Ach ja, geht's bei dir schon lange nicht mehr? Naja, wenn ich das so betrachte, ja, geht schon länger nicht mehr. Meine Beziehung geht schon lange nicht mehr. Mhm. Ach so, wie lange bist du schon verheiratet? Ah ja, 30, 40 Jahre. Sag ich, und jetzt geht's nicht mehr. Aha, jetzt wird es spannend. Wann wart ihr denn noch glücklich? Oh, ach so, ja, bis dann und dann. Aha, und was ist da passiert? Ja, da ist irgendwas passiert. Siehst du? Jetzt kommen wir raus. Jetzt finden wir nämlich einen Punkt, bei dem war es gar nicht harmonisch. Genau. Bei dem war Stress oder irgendwas anderes. Da kommen wir jetzt gleich zurück, weil dann gehen wir ja zum Seelenschreiben über. Aber ich möchte nur ganz kurz sagen, das ist jetzt, weißt du, ich habe ja seit Kindheit an schlimmste Diagnosen und Krankheiten. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, groß was, aber ich weiß halt, dass deine Methode, also macht, dass es mir so gut geht. Ich habe eine Frau, eine spirituelle Begleiterin gehabt, die hat mich vor 20 Jahren zu dir geführt. Und ihr und auch unter anderem dir, euch beiden verdanke ich, dass es mir körperlich so gut geht. Und was ich halt weiß ist, es ist ganz wichtig, dass ich innerlich die Verantwortung für mein Symptom übernehme. Also dass ich nicht sage, das ist mir passiert und ich arme Opfer. Und weil wenn ich in dem Moment, ich kann es nur beenden das Symptom oder dass es aufhört oder gesund wird, wenn ich die Verantwortung übernehme. Es ist halt so, dass man aber leider natürlich immer die Verantwortung gern abgibt. Ich weiß aber, das Allerwichtigste ist, dass man, wie du jetzt beschrieben hast, dass ich es mir ansehe, was ist eigentlich das Symptom? Und ich persönlich stelle mir immer die Frage auch, wozu zwingt es mich? Und von was hält es mich ab? Und dann komme ich intuitiv ziemlich schnell so dahinter, weil ich brauche es ja für irgendwas. Und es geht aber in meinem Fall, haben nie Medikamente groß geholfen. Es hat immer nur geholfen, wenn ich gemerkt habe, es darf jetzt da sein, weil es hat ja jetzt einen Zweck. Ich kämpfe jetzt nicht mehr dagegen.
Und dann habe ich halt intuitiv irgendwas verändert und dann irgendwann ist es weggegangen. Ich habe da echt Glück gehabt, dass ich dich gefunden habe mit der Methode und auch diese sehr nette Frau, die mich zu dir gebracht hat, die Barbara. Aber das Problem ist, wenn man sie mit dem Seelenschreiben ein Symptom behandeln will, du hast das jetzt gerade beschrieben, ja, da ist als, zum Beispiel die Partnerschaft hat nicht gestimmt und da war irgendeine Situation. Und dann behandelt man diese Situation mit dem Seelenschreiben oder wie macht man es? Also du hast sehr recht. Es geht nur darüber, dass du die Verantwortung übernimmst. Das ist klar. Viele sagen ja, ich fühle mich nicht gut wegen dem Wetter oder wegen dem Mond. Oder wegen Corona, wegen den äußeren Umständen. Egal, es ist immer was von außen. Und da sage ich, naja, Moment mal, der Mond scheint ja auf alle. Und, aber es sind ja nicht alle jetzt betroffen. Oder Ansteckungsgefahr, wenn du daran glaubst, gibt es ja immer. Aber trotzdem stecken sich ja nicht alle an. Es gibt ja immer welche, die das, bei denen das nicht passiert. Dann ist doch deine Antwort gar nicht logisch. Da sagst du, ja, keine Ahnung. Ich sage, siehst du, da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Es muss etwas bei dir geben, dass du darauf reagierst. Auch wenn du glaubst, du reagierst auf den Mond oder das Wetter. Es muss bei dir liegen. Genau. Warum passte denn das Wetter nicht? Was ist denn da los? Ja, das war als Kind schon. Da habe ich schon immer dies oder jenes. Oder meine Mama hat schon immer gesagt, sag ich, ja, hast du ein wunderbares Vorbild gehabt. Das hat dich geprägt. Also, weil die anderen Menschen zu ändern, ist schwierig. Aber dich selber zu ändern, ist eigentlich das Naheliegendste. Da könntest du direkt heute anfangen. Bevor du den Nachbarn geändert hast, bevor du deinen Partner geändert hast, bevor du deine Kinder geändert hast, du, da vertust viel Zeit und es wird auch nichts. Fang bei dir an. Also, was musst du jetzt lernen? Aha, was muss ich denn lernen? Es ist doch ganz einfach. Du möchtest gesund und glücklich sein. Also musst du lernen, wie wirst du das? Seit wann bist du denn nicht glücklich? Wo ist es? Ja, da und da, das war schon, die Beziehung war nicht gut und da habe ich Stress gehabt und weiß ich, als Kind wurde ich sogar geschlagen. Irgendwie so, da kommen ganz viele Geschichten. Oh ja, die waren nicht lustig. Die waren nicht. Aha, jetzt ist die Frage, wo musst du was korrigieren? Und dann fängt wieder die Ratio an, kann ich ja nicht korrigieren. Ist ja Vergangenheit, war ja schon, ist ja Fakt, ist doch idiotisch, ich kann doch nicht meine Kindheit ändern. Sag ich, mit der Ratio stimmt das, weil die Ratio kannst du die Zeit nicht zurückfahren. Geht es nur so weiter. Aber wir haben gesagt, die Intuition, die ist frei von Raum und Zeit. Du kannst dich jetzt da hineinversetzen, wie war das, als ich 4 Jahre alt war. Oder egal, irgendein Punkt kommt da. Was war da? Und dann musst du nur im Präsens arbeiten. Das ist das Seelenschreiben. Du musst nur jetzt bist du 5 Jahre alt. Nicht ich war 5 Jahre alt. Genau. Jetzt bin ich 5 Jahre alt. So, was passiert? Ja, ich wach nachts auf und meine Mama ist weg. Aha, und wo ist dein Papa? Die haben sich schon getrennt. Aha, und jetzt? Ja, jetzt gehe ich durch die ganze Wohnung und finde die Mama nicht. Eine Katastrophe für mich. Aha. Und die Mama schimpft dich dann und sagt, ja, warum schläfst du nicht und ist doch nicht so schlimm, kannst doch mal alleine sein und so weiter. Für dich bricht gerade eine Welt zusammen. Du bist nicht mehr geborgen, also irgendwas ist ganz schlimm. Dann sagst du, ja, so war's. Was soll ich denn jetzt daran ändern? Sag ich, jetzt, wenn du jetzt gerade 5 Jahre alt bist und du erlebst das, was würdest du machen? Was ich machen würde? Oh, ich weiß nicht. Denk dir doch mal was aus. Was wäre denn besser, als da in Panik durch die Wohnung laufen und sagen, die Welt bricht zusammen? Ja, ich rufe die Oma an. Ach so, hast du die Telefonnummer? Wir müssen es ganz konkret machen. Mhm. Ja, Oma, die Mama ist weg. Die Mama kommt gleich wieder. Ach so, ja, aber die Mama kommt ja nicht und so weiter. Und dann irgendwann kommt tatsächlich die Mama wieder zurück. Weil ich weiß nicht, hat einen Freund besucht oder war im Kino oder irgendwie war sie halt weg. Wollte auch mal ihr Leben leben. Was machst du?
Ich gehe ganz schnell ins Bett und tue so, als wenn ich schlafe. Aha, wie? Und dann den Schmerz, den du jetzt die ganze Zeit hattest, die Panik, die du die ganze Zeit hattest, ich gehe ins Bett und, weil wenn jetzt ich zur Mama sage, ich habe die Oma angerufen oder ich bin die ganze Zeit in Panik gewesen, dann kriege ich auch noch geschimpft. Genau. Dann kriege ich auch noch geschimpft, das wird dann noch schlimmer. Hm. Sag ich, ja, und wo, was hast du jetzt mit deiner Panik gemacht? Ja, nix. Beim Frühstück hast du es da der Mama? Nein, natürlich habe ich ihr das nicht erzählt. Sag ich, siehst du, Moment, jetzt hast du es in dich reingestopft. Und heute hast du Herzprobleme. Siehst du? Die Panik kam nie raus aus dir. Genau. Und jetzt müssen wir das ändern. Und da ist es eben, das unterscheidet sich eben. Also es hilft nicht, es reicht nicht, sich es nur bewusst zu machen. Was hilft mir das jetzt, wenn ich weiß, ich damals in meiner Kindheit, also nee, reicht überhaupt nicht. Aber erklär mal kurz, wieso ist es so wichtig, sich eine neue, etwas Heilendes vorzustellen, wie es ideal war? Was macht es im Gehirn oder nicht im Gehirn, im Bewusstsein? Was verändert es in einem? Wir haben doch am Anfang gesagt, es hängt davon ab, was du glaubst. Ja. Also dein Gefühl, dein Selbstwert. Und die Leute glauben auch jeden Schmarrn. Also klar. Glauben kannst du alles. Dann sage ich, gut, jetzt machen wir es neu. So, was braucht in deiner Situation, was braucht die Mama, dass sie für Dinge sorgt, die dir nicht so eine Panik machen? Ja, sie hat ja nicht mal gesagt, dass sie weggeht. Das habe ich ja nur gemerkt, weil ich aufgewacht bin. Aha, also was wäre jetzt gut, wenn du der Mama sagen würdest, wann machst du das, wenn sie abends dann doch kommt und du bist ja eigentlich noch wach? Sagst du, Mama, warum hast du mir nicht gesagt, dass du ins Kino gehst oder das oder jenes machst? Du sollst schlafen. Ich habe gedacht, du schläfst schon. Ja, ich habe ja auch geschlafen, aber ich bin dann aufgewacht. Aha, ja Mama und so weiter. Sagst du, ja, siehst du, wo ist der Defizit? Warum hast du so viel Angst, dass ich dich verlasse? Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Der Papa hat mich ja auch schon verlassen. Jetzt kommen wir an noch was Tieferes. Der Papa, ja, du hättest ja gar nicht die Oma anrufen sollen. Hättest den Papa anrufen sollen. Aber das will die Mama auch nicht. Also, siehst du, jetzt haben wir das Problem. Diese Scheidung oder die Trennung, das hat dir die Angst. Da ist dir der Boden weggegangen. Also bräuchtest du doch den Papa. Ja, aber der Papa, ja, der besucht mich alle 4 Wochen mal oder so, ja. Aber den habe ich ja nicht. Ja. Sag ich, ja, jetzt kreiere dir eine neue Wirklichkeit, dass der Papa kommt. Ja, aber das ist doch ausgedacht. Sag ich, für dein Gefühl, nicht für die Ratio. Du kreierst jetzt wie im Kino. Genau. Du machst dir jetzt einen tollen Film, dass der Papa kommt und der Papa dich umsorgt und so weiter. Und dann kann die Mama ruhig mal ins Kino gehen. Genau. Aber der Papa ist da und so weiter. Und wie fühlt sich das an? Das fühlt sich jetzt toll an. Und ich kann sagen, das ist so. Das ist gar nicht wichtig, ob mein Gehirn jetzt sagt, das glaube ich, und das geht's gar nicht. Wenn ich mir das richtig vorstelle, dann sinken die Emotionen von diesem heilenden Bild in mich ein und das heilt dann. Der Kopf kann natürlich sagen, das ist doch nicht wahr gewesen, das war doch anders. Aber das, was halt, wenn man sich es wirklich vorstellt, dann spüre ich das einfach. Und das macht halt dann den Unterschied, die Heilung einfach auch aus. Also energetisch, wir reden jetzt über Energie. Bettina, ich bin ja doch nur auf diese Methode gekommen, weil ich Filmemacher bin. Ja. Als Arzt wäre ich auf die Methode nie gekommen. Ich zeige jetzt mal einen meiner Lieblingsfilme von dir in die Kamera für die Zuschauer. Er bekommt dann auch natürlich den Link unten, wo ihr es kaufen könnt. Ja, du bist durch deine Arbeit als Filmemacher da drauf gekommen. Ich mache seit Schulzeit Filme, ja. Wie entstand aber das Ganze? Naja, weil ich saß mal im Kino und habe beobachtet, die Leute heulen. Ja, sag ich, was ist jetzt los? Die heulen da. Es gab Filme, weiß ich zum Beispiel damals, irgendwie Titanic. Da haben 98% des Publikums hat geheult, sogar die Männer. Ich sage, jetzt geht's aber los.
Wieso heulen die da? Ja, wir saufen ab. Sag ich, hast du den Making-of gesehen? Da war die Titanic so groß. Ja. Im Swimmingpool. Genau. Der Kameramann stand bisher im Wasser, hat gefilmt und die anderen haben die Wellen gemacht. Warum heult man da? Gibt's doch keinen Grund zu heulen. Ist doch super inszeniert. Und so. Und da merkst du, die Tränen sind echt. Du, manche kriegen Herzrasen. Mhm. Die kriegen, der Puls geht hoch. Kannst du alles messen, medizinisch, körperlich, genau. Ist es da. Es ist so, ja. Ja, und er weiß, das ist ja das Verrückte, der Zuschauer weiß, es ist nicht echt. Genau, und trotzdem. Und trotzdem hat er echte körperliche Reaktion. Sag ich, dann bist du doch mein Kandidat. Genau. Ja, dann kannst du doch alles. Genau. Ich muss mal sagen, ich war vor kurzem im Film Die Schachnovelle. So gefochten habe ich mich lange nicht. Es löst was aus. Genau. Siehst du? Ja, und das machen wir selber. Genau. Das aber ich mache mir nicht einen Horrorfilm. Mhm. Ich mache mir einen super schönen Film, wo der Papa kommt und die Mama kommt und die vertragen sich wieder. Das ist mein Film. Und der geht rupsch durch den ganzen Körper. Und am nächsten Tag bin ich gut und habe keine Angst. Aber jetzt sag mal ganz konkret ein Beispiel. Es haben ja kollektiv alle oder viele Angst wegen Corona. Wenn man jetzt die Technik des Seelenschreibens einfach dafür hernimmt, stabil zu bleiben in dieser Zeit, auch gegen die kollektive Angst, die natürlich überschwappt, sobald man den Fernseher anmacht oder in den Supermarkt geht. Also wie kann ich dann dieses Seelenschreiben hernehmen, um einfach innerlich stabil zu bleiben? Also ich habe gerade ein Theaterstück geschrieben über die heilige Corona und bedanke mich bei ihr und so und sage, siehste, die Corona brauchen wir. Ohne die Corona würden wir unser Bewusstsein weltweit nicht verändern. So ist es. Alle, also ich glaube sogar, Corona ist inzwischen bekannter als Jesus und Mohammed zusammen. Ich glaube, es gibt zwischen Sibirien und Neufundland und also auf der ganzen Welt gibt es niemanden mehr, der nicht das Wort Corona schon gehört hat. Also es ist so bekannt wie noch nichts vorher in der Welt. Beim Zweiten Weltkrieg, da wusste man vielleicht, irgendwo ist der Zweite Weltkrieg, aber der ist jetzt gerade nicht in Chile oder der ist jetzt gerade nicht in Afrika irgendwo. Nein, der ist in Europa. Ich meine, gut, die Japaner machen vielleicht noch mit oder wie auch immer. Das war immer noch in bestimmten Gebieten. Corona ist weltweit. Ist weltweit. Eine völlig neue Dimension. Und was will uns Corona beibringen? Dass du kein biochemisches, mechanisches, körperliches Wesen nur bist. Genau, so sehe ich es auch. Ja. So, du musst jetzt dich entwickeln. Genau, es ist auch so, jeder hat ja, also jeder wird sich, glaube ich, bewusst, was er für einen Gedankenkomplex in sich hat. Weil alle haben Meinungen und jeder, aber es sind ja nur Gedanken. Jeder, ja, verstehst du was? Ich denke mir immer, was ist eigentlich Realität? Man schaut die Nachrichten, dann ist die Talksendung, da kommt jemand, der sagt, Corona gibt es gar nicht. Aber was ist Realität? Jeder hat Gedanken, jeder gibt seine Gedanken zum Besten. Aber wie es wirklich ist, das weiß nur unser Bewusstsein. Und das macht halt Corona. Es hat alles mit Glauben zu tun. Wenn du das glaubst, was du in den Nachrichten hörst, wenn du glaubst, die Panik ist im Supermarkt echt oder so, klar, dann geht es dir schlecht. Das geht dir schlecht. Alles, was man glaubt, ist schlecht. Aber da sage ich, siehst du, wenn das so funktioniert, alles, was man glaubt, beeinflusst einen. Dann glaub doch jetzt mal das, was dich positiv beeinflusst. Ja, aber das kommt gerade nicht aus dem Fernseher. Ja, dann schalt den halt aus. Und? Geht doch die Welt nicht unter. Schalt den aus oder schmeiß ihn bring ihn auf den Wertstoffhof oder irgendwas. Aber wenn du merkst, die Quelle ist der Fernseher, ja, dann tu es weg. Oder kündige dein Zeitungsabo. Wenn diese Informationen, die kommen, dich innerlich kaputt machen, dann musst du handeln. Es ist doch nicht verboten, den Fernseher auszuschalten, oder ist es verboten? Ja, doch. Ja, lass den Fernseher an. Ich sage, nein, ich schalte ihn aus. Ich mag das nicht. Lass den Fernseher an. Du, da gibt es in Familien Streits. Ja, sag ich, siehste, jetzt wird's richtig ernst. Ja, ich mag diese Nachrichten nicht, wo man dauernd mir sagt, Panik, Panik, Panik. Ich will selber keine Panik haben. Aha. Also, hast du die Verantwortung? Wie machst du das jetzt?
dass du sauber bleibst. Dass du, sag ich, wie geht's denn dir? Ja, hast du irgendwas? Nein, also jetzt habe ich nichts. Also bitte, aber wenn ich positiv getestet werde, dann habe ich was. Wieso? Da geht's dir doch auch gut. Du bist positiv getestet, aber dir geht's gut. Ja, aber verstehst du, da geht ein Film ab. Und es geht auch ein Film ab, was mich sehr traurig macht, weil es jetzt sich Feindschaften entwickeln. Ja. Die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Ich sag ja. Aber auf beiden Seiten, da zerbrechen Ehen dran. Ehen und Freundschaften. 40 Jahre befreundet, der eine ist geimpft, der andere nicht. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, aber so das, ein Glaube an dieser Gedanken. Das gab es schon immer. Das war auch, also meine Mutter hat mir erzählt, wenn sie einkaufen war, dann wusste sie in dem Geschäft, wenn sie reinkommt, muss sie gleich sagen, Heil Hitler. Wenn sie das nicht sagt, wird sie nicht bedient. Und es gab andere Geschäfte, da konnte sie reingehen und sagen, ja, ist schon gut. Mhm. Und da gab es in München, gibt es doch hinter der Feldherrenhalle das Drückeberger Kasserl. Ja, genau. Ja, weil da konntest du ohne Heil Hitler vorbeigehen. Aber wenn du vorne bei der Feldherrenhalle vorbeigegangen bist, musstest du. Sonst hat dich sofort jemand gesehen und hat gesagt, siehste, der ist ungehorsam. Den müssen wir eliminieren. Und dann wurde er halt entsprechend verhaftet oder so. Diese Situation, dass entweder oder, die gab es in jeder Generation. In jeder. Es gab jedes Mal irgendein, für jedes Leben einmal der Moment, da ging es nur noch darum, bist du Feind oder Freund. Und das ist halt die Situation. Im Krieg kannst du auch nicht sagen, oh Leute, macht's Frieden, es geht mir gut und du gehst, zack, wirst du von beiden Seiten erschossen. Ja, warum ist das so? Mhm. Es ist so. Also musst du jetzt gucken, dass du überlebst. Und das, wenn du jetzt jammerst, das bringt nichts. Jammern bringt überhaupt nichts. Und wenn du unvorsichtig bist und sagst, Kinder, und gehst auf die Straße, ich möchte Frieden, zack, bist du weg. Also wie Brecht sagte schon, in der Not ist der Mittelweg der sichere Tod. Also jetzt musst du sagen, gut, wie verhalte ich mich jetzt? Es soll mir gut gehen? Also gut, ich führe keinen Kampf. Ja, ziehen Sie Ihre Maske an? Sag ich, ja, ich ziehe meine Maske an, ist doch gut. Sind Sie geimpft? Ja, natürlich bin ich geimpft und so weiter. Ist doch klar, mache ich alles. In mir geht es doch nur darum, jetzt muss das Bewusstsein steigen. Wenn ich jetzt sage, die Panik, sondern du musst klug sein. Du musst ganz wissen, die Gesellschaft spaltet sich gerade. Genau. Will ich jetzt da ins Loch fallen dazwischen? Genau. Oder will ich Stress haben? Oder sorge ich dafür, dass da, wo ich noch sozusagen soziale Kontakte habe, dass da jetzt das Bewusstsein sich entwickelt. Genau, und das können wir machen. Das können wir ganz konkret machen. Das machen wir ja gerade. Und ich glaube, ist es nicht auch so, dass es ist nicht die Frage, geimpft, nicht geimpft, ich habe Corona, ich habe nicht Corona. Es geht um die Bewusstwerdung. Ja. Das ist das, einfach um die Identifikation mit dem Äußeren oder... Ja. Um die Bewusstwerdung, um das geht's. Das andere ist gar nicht Thema. Ja. Jetzt erstmal, ich zeige nochmal dein Buch in die Kamera. Denn ja, jetzt will ich immer sagen, pass auf, dieses Buch hier heißt Reinkarnation, gelebte Reinkarnation. Weil dieser Gedanke, du bist ein geistig-seelisches Wesen, hat ja mit Reinkarnation zu tun, bevor du dich wieder materialisierst. Immer wieder. Also du lernst sozusagen mit deiner Seele zu arbeiten, den Tod nicht mehr als Schrecken zu erleben, sondern als Sprungbrett für die nächste Entwicklung. Genau. Und wenn du das im Buch nicht glaubst, dann habe ich hier einen Dokumentarfilm, an dem habe ich 30 Jahre gearbeitet. Das ist der hier hinten drauf ist. Aha. Der ist mit 39 Jahren quietschgesund tot gewesen. Und der sollte eigentlich mir helfen, einen Film über Reinkarnation zu machen von Kamapa. Und jetzt war er selber tot. Genau. Also, da musste ich den suchen und bis ich den gefunden hatte, hat es 4 Jahre gedauert. Und dann habe ich ihn bis zu seinem 19. Lebensjahr gefilmt, ob er es wirklich ist. Weil wir wollen ja immer einen Beweis. Ja, genau. Ist das eine Kontinuität?
Und deswegen heißt der Film Looking for a Sign. Ich möchte Beweise, ich möchte ein Zeichen bekommen, ob das stimmt. Ich bin so dankbar, dass du deine Arbeit machst, dass du da bist und das dich gibt. Danke dir. Ist doch schön, du machst doch auch tolle Arbeit. Ja, genau, sehr verbunden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wundervolle Interview. Gut. Tschüss. Meine lieben Zuschauer, also ich bin mir sicher, ihr habt jetzt genauso dazugelernt wie ich und unser Bewusstsein erweitert. Ich freue mich sehr, wenn ihr auf mein Interviewangebot schaut, auf meiner Webseite. Ich freue mich sehr, wenn ihr dieses Interview teilt. Und ganz wichtig, alle Informationen zur Arbeit von Clemens, zu den Büchern, auch zu mir, findet ihr unter dem Video in der Bauchbinde. Das sind dann Links, die ihr auch anklicken könnt. Bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.